Der Dom ist seit 2010 geschlossen. Ich habe nicht vermutet, dass hier eine Großbaustelle derart entsteht, wie sie in den letzten 5 Jahren sich gezeigt hat. Ich habe vermisst den Ort des Gebetes, der Gottesdienste, der persönlichen stillen Begegnung mit Gott. Jetzt ist der Dom wieder da. Ich habe schon das Taufbecken vermisst, das jetzt in diesem neuen Dom einen so wunderschönen zentralen Platz bekommen hat. Also ich bin ganz gespannt, wie der Dom aussieht. Ich habe ihn nur noch als Baustelle gesehen vor 4 Monaten. Da war also Schutt und Gerüste und alles mögliche Zeug. Die größte Veränderung hier am Dom, am Domhof, können Sie hier draußen erkennen. Der gesamte Domhof ist umgestaltet worden. Der Dom selber hat sich völlig in seinem Inneren verändert. Es ist jetzt ein heller Lichterraum, während er vorher doch etwas gedämpft und dumpf und dunkel gewesen ist. Also es ist ein völlig neuer Dom geworden. Es ist auch ein völlig neuer Domhof geworden. Mich erfreut aber, dass nicht nur die Renovierungsarbeiten durchgeführt wurden, sondern dass der Dom ein neues Gesicht bekommen hat. Und zwar das alte romanische Gesicht, das durch 1000 Jahre verändert worden ist, ist wiederhergestellt worden. Der neue Dom gefällt mir sehr, sehr gut. Er ist sehr hell geworden, von den Proportionen sehr schön geworden. Sie sind wieder stimmig und es ist eine Freude, in den neuen Dom hineinzugehen. Es macht richtig, richtig Spaß. Dieser Dom ist eine Einladung in Stein. Kommt her, kommt hier rein. Ich stehe hier, ich warte auf euch. Ich empfange euch, empfange jeden, der hier Schutz bei mir sucht. Und wir können hier an diesem Dom gemeinsam unseren Glauben feiern. Im Zentrum des Tages steht natürlich der festliche Gottesdienst mit der Wiedereröffnung des Domes und der Altarweihe. Aber so etwas feiert man dann auch mit einem gewissen Drumherum. Also alle Gäste sind eingeladen, weiter auf dem Domhof zu bleiben oder auf den Domhof zu kommen. Es gibt ein kleines bisschen Musik, es gibt viel Gespräch, es gibt Begegnung. Es gibt die Möglichkeit, was zu essen und was zu trinken und die Glocken zu hören. Außerdem ist es ja so, dass die Eröffnung des Doms auch die Eröffnung des Bistumsjubiläums ist. Und sozusagen, wenn heute die Glocken anfangen zu läuten, dann wird auch das Bistumsjubiläum eingeläutet. Übrigens auch nicht nur hier in Hildesheim, sondern im gesamten Bistum. Und das ist vielleicht eine ganz schöne Verbindung, die deutlich macht, wo was passiert. Das ist ein richtig großer Tag, dass der Dom heute wieder eröffnet wird. Ich wünsche mir, dass sehr viele daran teilnehmen im Dom. Da werden nicht alle reinpassen. Hier auf dem Platz. Es wird einen Livestream geben im Internet. Und ich wünsche mir natürlich, dass ganz viele sagen, wie wir es selbst empfinden, das ist eine richtig gute Sache, toll geworden. Als allererstes wünsche ich mir richtig schönes, gutes Wetter und ich wünsche mir, dass viele Hildesheimerinnen und Hildesheimer sich den Dom anschauen mögen und kommen, auch wenn nicht alle in den Dom hinein können. Aber ich würde mich freuen, wenn unser Public Viewing gut angenommen wird und alle zufrieden sind und sich freuen und mit uns freuen, wie schön der Dom geworden ist. Ja, wir kommen aus dem Saarland und haben gezielt den Ausflug hier nach Hildesheim gemacht, um was Besonderes zu erleben. It's a beautiful church, so we came here to pray. Also ich nehme das auch gerne in Kauf, dass ich hier eine halbe Stunde warte, dass ich auch noch reinkomme in den Dom. Es ist doch eine andere Atmosphäre, als wenn ich das hier draußen auf der Leinwand verfolgen kann. Öffnet das Tor.
Ich bin mit großer Skepsis reingegangen, weil ich den alten Dom kannte. Und ich bin positiv überrascht. Er ist hell, er ist lichtdurchflutet, hat ein ganz anderes Gesicht gekriegt. Und der Gottesdienst selber fand ich sehr berührend. Ja, ich bin begeistert, einfach über den Eindruck, den ich heute im Dom gehabt habe. Die 3 Stunden sind umgegangen wie im Flug. Also der Gottesdienst war gigantisch. Also sowas Großes habe ich noch nie miterlebt. Ich finde den neuen alten Mariendom hier in Hildesheim wunderschön, um es in einem Wort zusammenzufassen. Ich kenne diese Kirche seit Kindheit an. Aber dass sie einmal so hell, so licht, so einladend werden würde, das hätte ich mir nie vorstellen können. Und es war mir wirklich ein Vergnügen, hier heute dabei gewesen zu sein. Ich finde den Dom schön, weil er jetzt so, ja, so schön hell ist. Und also da sind schon ein paar moderne Elemente reingekommen. Und jetzt hat er nochmal ein ganz anderes, ja, Erscheinungsbild auf den Touristen. Und das ist schön. Bewegend, wieder zurück zu sein. Im neuen alten Dom wieder einzuziehen, wieder zu Hause zu sein.